Hallöchen meine Äffchen und herzlich willkommen zu Mene Fraktion 2. Wir gehen wieder auf den Server drauf. Wir wollen natürlich das Lager irgendwie irgendwann mal fertig kriegen. Keine Ahnung, wie lange das noch dauern wird. Sicherlich so an die 100 Jahre, also Folgen. Und das haben wir zuletzt geschaffen, in der letzten Folge. Überzeugt mich auch nicht so hundertprozentig. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir gehen erstmal verzaubern, diese Folge. Und schauen mal, ob es irgendwas Geiles gibt. Ich hoffe ja auf ein bisschen Haltbarkeit und so ein Stuff. Das wäre richtig awesome eigentlich. Haben wir denn eigentlich so eine Truhe für so Steinzeug und sowas? Ja, auch nicht so krass, ne? Ist in dem Backpack irgendwas drin? Ist eigentlich auch egal. Ist egal. Komm, ist egal. Ne, die Pfeile wollte ich behalten, danke. Das Holz auch. Weil ich dann eh Holz sammeln gehen muss erstmal. Das kann aber alles. Das behalte ich. Das behalte ich. Das behalte ich. Das kann weg. Und das Eisen kann erstmal weg. Und die Fackeln behalte ich mal. Bücher. Wo sind die fucking Bücher? Hier oben bestimmt. Ja, na klar. So, wir schauen mal, ne? Was wir so Schönes kriegen. Stärke nochmal. Schusssicher, okay, auch ganz nice eigentlich. Nochmal Stärke. Soulbound ist auch ganz praktisch. Effizienz, sowieso immer. Schärfe ist super. Nee, ich bin nur ein Level. Nochmal Schärfe ist super. Und nochmal ein Level Stärke. Ah, gut. Gibt sicherlich Besseres, was man kriegen kann insgesamt. Aber Schärfe kann man ja schon mal wieder zur Schärfe 2 machen. Da könnte man schon Schärfe 3 drauf machen. Ah, ganz easy. Genauso mit der Stärke, da kann man schon einiges mit anfangen, denke ich. Und Soulbound haben wir ja halt auch noch. Also Soulbound, warte mal. Effizienz, richtig viel Effizienz, Scheiß. Schutz, Schärfe, Soulbound. Nochmal Schärfe hier. Effizienz 2, Soulbound. Soulbound. Da kann man schon die ganze Rüstung Soulbounden. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Wenn man dann halt noch Schutz und so ein Stuff drauf macht, da kann man schon noch einiges mit anbrennen. Tatsächlich. Das ist ziemlich nice. Das ist sehr, sehr cool. Ich glaube, ich nehme mal die ganzen Bücher mit und werde die einfach mal hinten in eine Truhe packen. Da kann man ja schon mal eine Truhe dafür machen. Schon mal speziell dafür. Und wir müssen eh gleich nochmal hierher kommen. Deswegen legen wir das erstmal ab. Nehmen noch mehr Bücher mit. Noch mehr Bücher. Alles Bücher. Ohne Ende Bücher. Und legen die alle in eine Truhe hinten. Vielleicht auch schon so ein bisschen sortiert. Ich weiß ja nicht. Ich möchte dann ganz gerne Holz holen. Ich weiß halt nicht, ob gerade Tag oder Nacht ist. Oder was auch immer. Ich habe immer ein bisschen Angst vor dem Raum hier, muss ich sagen. Legen wir jetzt einfach da oben rein. So, ganz ehrlich. Alles da rein. So, ja, Wunderbärchen. So, die Axt hier ist natürlich auch das Shit, ne? Keine Ahnung, ob man die irgendwie herstellen kann oder so. Überhaupt kein Plan, aber die ist ziemlich nice eigentlich, muss man ja mal sagen. So, was nehme ich jetzt noch mit nach oben? Ich brauche eigentlich nichts weiter oben, oder? Brauche ich noch irgendwas? Ich hoffe nur, es ist nicht Nacht. Das wäre halt scheiße. Die Melonen wachsen zur Seite hin. Wieso habe ich das aus Versehen mit abgerissen beim letzten Mal? Anscheinend, ne? Melonen haben wir auf jeden Fall genug. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr drum zu machen. Ich gehe mal nach oben. Es scheint Tag zu sein, tatsächlich. Sehr nice. So, einmal nach oben fliegen quasi. So, mal hoffen, dass hier nichts Böses lauert. Alles guti. Gut, dann holen wir uns jetzt mal ganz viele Eichenbäume, denn wir brauchen das Holz. Wo ist denn der Meteor eingeschlagen? Das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht war das so ein geiler Meteor, den ich so gern haben will, den Feuermeteor. Das wäre ganz nice, Mann. Den will ich unbedingt mal einfinden, denn die Rüstung will ich unbedingt haben. Das wäre richtig awesome. Das wäre cooler als unsere jetzige Rüstung, glaube ich. Diese Axt ist so fucking schnell, Mann. Was ist mit der Axt los? Ist richtig nice. Kann man über irgendwas talken nebenbei? Ich habe keine Ahnung, Mann.
hätte ja vielleicht mal um Themenvorschläge bitten können oder um Fragen oder um so ein Stuff, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie sowas bei euch ankommt, im Allgemeinen. Das sind Slabs hier, ne? Steinstufen, ja. Ha, naja, gut. Die brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt, ne? So, gucken wir uns ein bisschen um. Vielleicht finden wir die Einschlagstelle, sag ich mal, von dem Meteor. Von dem Meteor. Das ist ziemlich unheimlich, dieser Altar. Die sind allgemein immer ziemlich unheimlich. Finde ich. Einschlagstelle von Meteor. Da hinten brennt es doch. Da brennt es doch. Vielleicht war es da hinten. Wie komme ich denn da jetzt am blödesten hin? Das ist ja blöd hier. Ach, komm. Ich wollte doch einfach nur ein bisschen Holz sammeln. So. Oh nö. Oh nö. Oh, geh weg. Oh, ich hab keinen Bock auf dich, Mann. Geh einfach kacken. Droppst du irgendwas Geiles? Ja, Meteorzeugs. Aber scheint nur ein normaler Meteor zu sein, oder? Der hier reingeprügelt ist. Hat er irgendwas Geiles getroppt? 2 Meteorbruchstücke tatsächlich. Ja, gut. Kann man ja mal machen. Also es ist nur normaler. Oh, Alter. Oh, meine Fresse. Geh weg. Geh weg, ich will dich nicht. Du auch. Creeper? Okay, tot. Alle tot. Okay, umso heißer der Meteor ist noch. Der ist ja gerade frisch eingestürzt quasi. Umso mehr droppen die Dinger wohl. Stand in den Kommentaren oder was andersrum. Ich weiß es nicht. Ich glaube, umso heißer er ist, umso mehr droppt er. Das ist schon ein bisschen abgekühlt hier, glaube ich. Okay, was ist das? Rotes Meteoritenjuwel. Okay, was macht das? Kann mich jemand aufklären? Ja, die droppen echt nicht schlecht, ne? So im Großen und Ganzen kann man sich da nicht beschweren, denke ich. Bloß kein Creeper von hinten, Alter. Nicht so ein komischer Alien-Creeper von hinten, Mann. Das wäre nicht so nice. Ehrlich. Das wäre sogar ziemlich ungeil. Das Meteorzeug braucht man ja auf jeden Fall, ne? Meteorbruchstücken. Passt schon. So. Erstmal alles abbauen hier. Obwohl ich ja eigentlich... Also eigentlich wollte ich ja Holz sammeln, ne? Naja, gut. Dazu sagen wir jetzt mal nichts. Bitte, sag dazu nichts. Dankeschön. Voll awesome von dir. Okay. So viele XP-Popel hier. Kommt da alle her. Kommt da alle her. Das ist ziemlich mutig von mir, einfach runter zu droppen. Ich glaube, dieses Tsch-Tsch ist immer dann so, wenn so ein Meteorit abkühlt. Okay, 32 Bruchstücken. Ich würde gerne so ein Feuermeteor haben, Mann. Ist ja auch noch ein Meteor, Alter. Überall schon so Einschlagstellen. Da hinten auch noch. Habe ich das Haus hier schon gesehen? Hallo? Lava-Eimer gegen das? Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Auch nur normaler Meteor-Scheiß. Oder kann man das so nicht sehen? Ich habe doch keine Ahnung. Ich glaube aber schon. Naja, ist auch egal. Eigentlich wollte ich ja auch, wie gesagt, Holz sammeln. Muss dann auch wieder ein bisschen Bäume anpflanzen nachher. Auf jeden Fall. So, die Alien Creeper. Wir haben sogar mal wir haben 3 Alien Creeper erlegt einfach. Wir haben sie erlegt, Mann. Wir haben sie gejagt und erlegt. So. Krustentier macht komische Schweinsgeräusche. Merkwürdig. Wie kann sowas passieren? Wir brauchen noch ein spezielles Krustentiergeräusch. Ja. Unbedingt. Ja, dankeschön. So, dann gehen wir mal schnell wieder zurück. Nicht, dass hier noch mehr Alien-Creeper auftauchen oder so ein Meteorit über mir einschlägt plötzlich. Sieht man das eigentlich irgendwie? Kommt da so ein riesen Ding da runter gefledert oder wie? Wäre ja eigentlich ziemlich awesome, ne? Wenn plötzlich so ein riesen Meteorit über dir runtergeflogen kommt.
Und du kannst gar nicht mehr ausweichen. Gut, ist jetzt zugegebenermaßen nicht das Geilste der Welt. Aber irgendwie schon ganz cool. So, Bäumchen. Haben wir uns hier einen schönen Wald oben drauf, hm? Was sagst du denn dazu? Ich finde das erstklassig. Das sind Fichten tatsächlich. Hallo Fichten. Oh, hat die jemand angepflanzt? Cool. Dann vielen Dank dafür. Wir gehen jetzt mal schnell wieder nach Hause zurück, also hier rein. Zack. Eigentlich würde ich mir hinter mir ganz gern zumachen. So ein bisschen wenigstens. Gut, da haben wir jetzt ein bisschen Holz gesammelt. Da können wir jetzt die Dings weiterbauen. Also, im Lager halt. 5 Level haben wir auch wieder. Da könnten wir ja eigentlich auch mal... Ach, keine Ahnung. Können wir auch später noch machen. Alles gut. Lass uns erstmal ins Lager zurückrennen. Und vielleicht, hier die Säule fertig bauen. Dürften wir jetzt ein bisschen was haben dafür. Da unten werde ich auf gar keinen Fall, Dings reinpflanzen. Würde ich auch ungern die Steinziegel reinpacken. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Bruchstein hier. Haben wir. Ease. Und Äppelchen haben wir auch. So, genau. So, die Fackel weg. Nee, da kommt auf keinen Fall Holz rein. So. Und so. Gut, so könnte es dann am Ende irgendwie aussehen. Irgendwann mal. Keine Ahnung. In vielen, vielen Jahrzehnten oder so. 1, 2. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich das so gut finde. Mit dem Mittelstreben-Ding hier. Das ist an sich ganz cool. Das können wir ja hier drüben jetzt auch noch machen. Erstmal gegen Holz austauschen, beziehungsweise da unten kommt ja Steinziegel rein. Warte mal, wir haben ja die Truhe doch auch eins versetzt, ne? Meine Stimme ist so im Arsch. Kein Plan, warum, Mann. Wir haben noch die Truhe 1 nach vorn versetzt. Genau. Müssen wir das mal zerstören hier. So. Ups, das entsprechend weg. Und dann diese... einmal so. Und hier. Stein, Ziegel. Genau. So und dann einfach so und so. Gut, dann diese komischen Metallboxen hier oben. Achso, nee, Quatsch. Da war ja dann doch noch Holz drin. Das wird doch recht holzlastig, würde ich sagen. Was nicht schlecht ist. Holzlastig ist eigentlich immer ganz gut, also wenn es nicht allzu holzlastig ist. Holz kann man ja immer machen. Holz ist immer gut. So, das vertuschen wir mal ganz widerlich da hinten. So, dann haben wir das schon mal sehr ähnlich. Dann muss es natürlich noch höher, einerseits. Und dann müssen dann noch Stufen rein, Holzstufen. Die haben wir jetzt vorne, die können wir noch kurz holen. Dann können wir die Wand hier fertig machen halt, ne? Vorne sind ja die Kisten noch und die Holzstufen und das Holz und alles. Das können wir uns ja mal eben noch schnell grabben, bevor wir hier irgendwie uns alles neu machen. Macht ja auch keinen Sinn. So, okay. More brauchen wir denn nicht. Dann haben wir alles. Die Kisten können wir ja schon mal hier drauf pappen. Dann brauchen wir das hier. Dann kommt einmal... Das muss alles weg, ne? Erstmal. So. Dann kommt das da und das... Nein. Dahin. Und dahinter jetzt jeweils noch Holz. Holz. Nice. Langsam aber sicher, ne? Ganz langsam aber sicher. Die Truhen habe ich nicht mitgenommen. Die hole ich mir auch nochmal kurz. Weil ganz ehrlich, was kostet die Welt? Ne, was kostet die Welt? Nicht so sehr viel.
Also wir könnten ja mal ganz kurz den Dia-Panzer noch auf Level 1 verzaubern. Mit Schutz. Sehr schön. Das ist sehr gut. Die Kisten. Da sind die Kisten. Gut, ansonsten könnten wir dann halt nochmal... Soulbound vielleicht auf den Dia-Brustpanzer machen oder vielleicht aber auch noch weiter versuchen, Haltbarkeit zu kriegen. Haltbarkeit wäre auch echt nice eigentlich. Weil die Sachen halten nicht so lang. Sehr schade. So, jetzt kommen wir doch unserem Ziel langsam näher. Dem Ziel eines Lagers. Dauert noch eine ganze Weile, ehe wir soweit sind, aber langsam aber sicher kommen wir dem Ziel näher. Das ist doch gut. Viel Zeit wurde verplempert. Aber alles gut. Ich überlege gerade. Ja, alles gut. Das kann man bestimmt noch irgendwie schöner machen. Das hier. Wir werden sehen. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, falls ihr noch Ideen habt, wie man das hier irgendwie cooler machen kann, gerne immer in die Kommentare damit. Gerne auch vielleicht irgendwas selbst bauen und Bilder posten oder so. Keine Ahnung. Ich mache mich erstmal vom Server runter. Und dann sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao.